Tja, Leute. Feierabend. Machen wir das Fenster ein bisschen weiter auf, dann könnt ihr das auch besser sehen. Guckt euch die Scheiße mal an hier. Es hört einfach nicht auf zu schneien, ne? Es hört einfach nicht auf. Wahnsinn. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oh, hat das schon wieder geschneit hier, Alter. Ernsthaft. Gar nicht meins, ne? Das Wetter. Wollen wir immer noch kurz den Müll wegbringen. Wir haben es gleich 9 Uhr. Oh, ich habe noch 10 Minuten Pause habe ich noch. Mal kurz den Müll wegbringen hier und dann einmal kurz ins Auto laufen. Da steht er. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ihr Lieben. Unsere Nahverkehrswoche geht weiter. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Kiel. Ist ja scheiß Schnee überall. Ne? Sehr kunstvoll geparkt. Aber hier war gestern echt nichts mehr frei, Alter. Ich bin jetzt, stehe jetzt immer noch kurz vor Bad Segeberg. Auf dem letzten Parkplatz, der hier ist. Oh, die Tanks sind auch noch zu. Gut, 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 gut. Sieht alles gut aus. Das sieht alles gut aus. Da fehlt nichts. Ja, wie gesagt, stehe noch vor dem Parkplatz vor Bad Segeberg auf dem letzten hier irgendwie. Oh, schon frisch, ne? Da klingelt auch schon mal ein anderer Wecker. Mein letzter. Haben wir noch? Wir haben noch 3 Minuten. Das ist gut, ne? Ich finde das gut. Ich finde das so richtig klasse, finde ich das. So richtig geil. Jetzt gönne ich mir erstmal meinen schönen Kaffee. Ihr Lieben. So, stellen wir ihn dahin. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es gut. Ist so ein bisschen kalt. Ah, schön Kaffee. Ich habe leider, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, in der einen Folge habe ich leider Gottes Ruhe und Frieden einen Kaffeebecher im Skoda liegen lassen von der Volvo-Werkstatt in Schwerin. Deswegen muss ich auch so einer saufen, bis ich einen neuen habe. Oh ja, geil. Einfach geil. Ja, also wir fahren jetzt erstmal nach Kiel. Dann, keine Ahnung, abladen. Ich habe mir gestern noch 2 so eine Adapter mitgegeben. Noch einen zweiten von diesen Adaptern für den Luftschlauch mitgeben lassen. Weil die in Kiel, die hatten sich dann zwar für mich gestern extra einen zurechtgebastelt. Die wissen auch, dass ich heute nochmal wiederkomme. Beziehungsweise die wussten, dass ich gestern eigentlich nochmal wiederkomme. Aber dass die in Rostock gestern 5 Stunden gebraucht haben, mich zu verladen, Alter. Katastrophe. Jetzt habe ich in der letzten Folge natürlich die erste Folge hier bei Kersten, habe ich natürlich die erste Folge direkt mit dem Ton verkackt, ne? Hammerhart. Na nun gut, ist nun egal. So. Dass diese Tasse auch einfach in gar keinen Kaffeebecherhalter-Dingsbums passt hier, ne? Habe ich 3 Minuten gesagt? Ich meine 13 Minuten. Ich muss immer noch 10 Minuten stehen. Oh. Ja, wie gesagt. Auto haben wir gesehen. Alles schicki. Nun machen wir uns gleich auf den Weg. Gleich hat mir gefallen. Ich muss dann noch die Abfahrkontrolle drücken. Das macht er alleine. Ne? Beim Volvo musste ich die Karte reinschieben und dann extra nochmal auf Arbeitszeit drücken. Das macht der hier, sobald ich die Karte reinschiebe. Finde ich gar nicht so schlecht. Spart man auf jeden Fall Knopf. Achso, ich wollte das Funkgerät umstellen. Also mein Funkgerät am Volvo ist auf jeden Fall nicht kaputt.
Das war auf jeden Fall nicht kaputt, das Funkgerät. Diese mexikanischen Stimmen und so weiter und so fort, die habe ich hier auch. Aber die hatte ich erst, seitdem ich den auf Deutschland umgestellt hatte, auf Kanal 9. Jetzt habe ich den wieder auf EU gestellt. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, ihr Lieben. Ja. Ich würde sagen, ich rauche mir jetzt noch eine. Ich hoffe, ich habe nicht schon wieder irgendwas vergessen. Ich rauche mir jetzt auf jeden Fall noch eine. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Kiel. Wir haben jetzt noch, ich glaube, eine Stunde haben wir jetzt noch bis Kiel. Ich verstehe das nicht. Ich habe hier irgendeine Funkgeräte, mögen mich nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir haben jetzt noch irgendwas, knapp eine Stunde haben wir jetzt noch bis Kiel. Auf die nächstgelegene Naja, Straße Stunde. fahren. 64 Kilometer haben wir noch. Dann sind wir wieder da. Und dann werden wir abladen. Und dann war keine Ahnung. Chef sagt gestern, ich weiß es noch nicht. Ich rufe nachher mal an. Ich kapiere es nicht. Warum kriege ich hier diese. Was ist das? Keine Ahnung. Wenn da einer einen hilfreichen Tipp hat, wie man diese. Wie man die Scheiße los wird, dann wäre ich sehr, sehr dankbar drüber. Ihr Lieben. So, wie gesagt, ich rauche jetzt mal eine und dann geht los. Tja, Leute. Feierabend. Machen wir das Fenster ein bisschen weiter auf, dann könnt ihr das auch besser sehen. Guckt euch die Scheiße mal an hier. Es hört einfach nicht auf zu schneien, ne? Es hört einfach nicht auf. Wahnsinn. Wir haben Feierabend, wir stehen am Rastplatz Fuchsberg. Das Fenster wird ein Stück zu machen, hier schneidet rein. Ohne Scheiß, Leute, ich habe noch nie 2,5 Stunden gebraucht von Lübeck bis zum Rastplatz Fuchsberg. Noch nie. Noch nie. So lange fahre ich von Rostock bis Hamburg, ja. Aber nicht von Lübeck bis Fuchsberg. Alter, ein Schnee auf der Straße, dann ist der Tank, der ist leer. Nee. Echt, dann musste ich jetzt noch eine Pause machen. Laden tun die in Rostock bis 21 Uhr, hat mein Chef gesagt. Da habe ich gesagt, naja, ich muss jetzt noch eine Pause machen. Sag ich zu meinem Chef, mir ist egal, ich kann auch noch hinfahren, aber das Laden wird halt heute nichts mehr. Ne? Und da hat mein Chef gesagt, das ist mir egal, denn bleiben wir da jetzt stehen und dann fährst du so, dass du dann morgen frühzeitig da bist. Und dann machen wir das morgen. Laden wir morgen, fahren wir hin, laden auch gleich direkt wieder aus, falls ich da nicht morgen wieder 20 Stunden stehen muss. Also Katastrophe, Leute, ernsthaft, ich sage euch das. Ernsthaft. Das ist nicht normal. Wenn der Tank morgen voll ist, kein Problem. Ne? Da wäre ich jetzt auch nicht zwingend schneller wie 70 gefahren, aber
Ich bin 50 gefahren die ganze Zeit. Nee. 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 Ich hasse diese Jahreszeit. Ich hasse sie einfach. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Ich schwöre es euch. So, na jedenfalls wollte ich noch erzählen. Ich hatte ja die Real-Time-Driving-Folge aufgenommen. Wollte ich noch erzählen. Wir sind ja da angekommen, haben dann abgeladen. Heute haben wir draußen abgeladen. Aber das war nicht schlimm, weil ich habe nur die Anschlüsse gemacht, also Luftschlauch angeklemmt für den Kompressor, Schlauch zum Abladen dran geklemmt und dann habe ich abgeladen. Das Abdrücken hat gedauert. Knappe 50 Minuten. War trotzdem ziemlich, ziemlich lange. 10:40 Uhr waren wir da und um 14 Uhr, kurz nach 14 Uhr, sind wir da wieder weggefahren. Hat mir eindeutig zu lange gedauert, ihr Lieben. Eindeutig. Noch ganz kurz mit meinem Schnucki haben wir uns dann auf dem Rückweg getroffen. Ne, erst waren wir noch in der Firma und haben den Adapter mit in der Firma abgegeben für die Luftleitung hinten zum Draufschrauben. Weil den hat mein Kollege gebraucht, beziehungsweise den braucht mein Kollege morgen. Der hat denselben Tank drauf wie ich. Der fährt auch diese Runde hier. Die fahren wir jetzt übrigens noch die ganze Woche, habe ich vorhin gehört. Tja, ich bin ja mal ein Nahverkehrsfahrer hier. Habe ich dann abgegeben. Dann hat mein Chef mir das Buch gegeben fürs Chassis. Und da ist ein Schlüssel für die Kisten hinten drin. Da ist auch noch mal so ein Adapter drin. Ne? Und dann habe ich den anderen Adapter in der Firma gelassen für meinen Kollegen und habe jetzt den anderen dabei. Und dann passt das alles schon. Würde ich sagen. Nun stehen wir hier, Fuchsberg. Das soll bis Donnerstag noch so gehen. Und morgen, morgens Mittwoch, der 6.12. Morgen hat Ferdi dazu aufgerufen, dass der Winterdienst streikt. Ferdi, Verdi, fahrlässig behindert seid ihr. Ne, für die, die beruflich mit dem Auto unterwegs sind, egal ob Auto, LKW, Transporter, ziemlich fahrlässig, Alter. Bin ich ja mal gespannt hier morgen. Wenn die morgen echt streiken, na Happy Birthday. Happy Birthday, Leute. Ernsthaft, ich schwör's euch. Tja, jetzt mache ich auch nichts weiter mehr, außer alles vorbereiten. Heute geht er ein bisschen früher ins Bett. Morgen ein bisschen früher los. Und dann laden. Und ab nach Kiel. Würde ich sagen. Genau so werden wir das machen. Mittloch. Und fertig geladen haben wir. Fertig geladen haben wir. Zusatzbremse ist aktiv. Aha, Entschuldigung. So, jetzt schnorcheln wir eine. Wir fahren jetzt nicht da aus dem Hafengebiet raus, wo wir reingefahren sind, sondern wir fahren auf der anderen Seite raus.
ihr Lieben, weil ich möchte mir noch etwas zu essen holen. Ich habe nämlich Hunger. Ich schwöre euch, Leute, die ganze Zeit war nichts, ne? Als ich hier gestanden habe und gewartet habe, es war nichts. Jetzt bin ich am Losfahren. Schneit das nicht schon wieder wie die Sau? Oh, der knallt gleich. Dann schneit das hier jetzt einfach wie die Sau, ne? Das gibt's doch gar nicht, ey. Mann, 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 Mann. Seid ihr so alle nicht normal hier, oder was? Ja, was soll ich erzählen? Ich bin hier angekommen. Angemeldet, reingefahren, gewartet. Außer der Unterschied von letzten zwei Tagen zu heute war, da waren drei Container, also normale, keine Tankcontainer, sondern normale Container. Keine Ahnung, die hatten wahrscheinlich irgendwie so einen Tankaufbau da drinne oder so. Keine Ahnung, die wurden vorgezogen und beladen. Deswegen mussten wir alle anderen mussten warten. Und ja, dann sind die Tanker dran gekommen. Zwei Stück hatte ich vor mir und einen, na gut, zwei Tanks hatte ich vor mir, zwei normale, und dann kam ich dran. Das Beladen hat Viertelstunde gedauert heute. Dann geht's weiter. So, bis maximal 15:30 hat der Typ in Kiel zu mir gesagt, ist Anmeldung für die Warenannahme. Jetzt haben wir eine Ankunftszeit von 14:06 Uhr, also liegen wir noch gut in der Zeit. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, die Straßen sind noch einigermaßen frei. Wir machen nur zwei Pitstops. Da hat mein Chef mir ja ein Wort gegeben, Pitstop, Junge. Zwei Stück machen wir. Einmal jetzt hier bei der Hemdtankstelle. Ein, zwei Brötchen holen für den Hunger. Und dann irgendwo auf dem Weg nach Kiel werden wir dann irgendwo noch mal pinkeln gehen. Genauso werden wir das machen, ihr Hübschen. Und dann, ja, hoffe ich, ist der Nahverkehr bald zu Ende. Scheiß Schnee, Alter. Ich hab da keinen Bock drauf, Leute. Ich sag euch das. So, ihr Lieben, ich habe jetzt gestern nicht weiter gefilmt, weil das war schon wieder das Gleiche. Also wir haben gestern abgeladen. Ich habe mich gestern super gut in Kiel mit dem, der mit mir zusammen abgeladen hat, der Typ, der da arbeitet, habe ich mich super gut unterhalten. Super gut die ganze Zeit, war mega klasse. Und da sind wir noch bis kurz vor Rostock sind wir noch gefahren gestern. Haben jetzt den Container wieder voll, damit sind jetzt wieder auf dem Weg nach Kiel. Ist nicht so dolle. Deswegen habe ich gestern noch nichts gefilmt. Heute ist die Folge dann auch wieder zu Ende, deswegen filme ich das jetzt nochmal, ihr Lieben. Ich war jetzt gerade nochmal in der Firma, habe einmal Scheibenwischwasser aufgefüllt, beziehungsweise es wurde aufgefüllt.
Und ich wollte das Geländer heute Morgen hochmachen. Und da hat sich das verhakt, irgendwie so ganz komisch hat sich das verhakt. Und da ist diese Halterung, die oben in der länglichen Stange da langläuft, da irgendwie, die ist abgerutscht, wie auch immer, hält nicht mehr, ist verkantet und keine Ahnung was. Können wir nicht machen. Und dementsprechend klettere ich jetzt halt morgen noch einmal ohne Geländer da hoch. Oder ich fahre wieder so dicht ran morgen bei der Verladung, dass ich die Klappe so aufkrieg. Dann brauche ich da eventuell gar nicht hoch, weil dann habe ich ja diesen Käfig von der Verladung da oben drum. Ich muss mir da auch mal irgendwie einen Plan machen, wie ich die Kamera hinstelle, wenn ich verladen werde, dass man das mal sehen kann irgendwie. Das wäre natürlich ganz nice. Aber da, wie gesagt, Leute, da muss ich mir jetzt erstmal irgendwie ein paar Gedanken zu machen, wie ich am besten filme, wenn ich einen Container hinten drauf habe, was die Verladung oder Entladung angeht. Bei der Entladung, ich bin ja da auch nicht alleine, da steht ja meistens immer noch einer mit bei. Das schauen wir mal, ihr Lieben. Das schauen wir mal. Nicht wahr? Wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg nach Kiel. Ich weiß gar nicht, wo mein Kollege bleibt. Der war heute Morgen nicht in Rostock. Der kam mir auch nicht entgegen bis jetzt. Der hängt noch in Kiel. Tja, Auftrag für morgen haben wir auch. Natürlich fahren wir die Suppe hier gleich morgen nochmal. Da wir ja nur eine Tour schaffen am Tag, weil das alles von der Wartezeit ja so lange dauert, vermute ich mal, dass wir dann morgen gegen Nachmittag irgendwie irgendwas den Container abgeben. Nächste Woche geht es wohl ein bisschen weiter weg, hat er gesagt, mein Disponent. Da bin ich schon mal gespannt drauf. Ihr Lieben. Habe ich vorhin auch im Büro gleich gesagt gehabt. Dass ich nach Schweden, das ist das Thema Schweden aufgekommen. Da habe ich gesagt, nach Schweden, da kannst du mich Linie hochschicken. Definitiv bin ich voll dabei, immer. Ne? Und ja, schauen wir mal, was da heute der Tag noch so bringt. Auf jeden Fall ist heute Donnerstag. Ich weiß nicht mal, ob ich live gehe heute Abend, das kann ich euch auch noch nicht sagen. Wird man sehen, ihr Lieben. Leute, wir sind in der Firma. Ich habe Feierabendbierchen Krombacher, kleine Flaschen. Ich muss jetzt meinen Kaffee noch vorbereiten für morgen, weil ich bin ja faul, deswegen mache ich das immer abends. Und dann brauche ich morgen früh, hoppala, wenn der erste Wecker klingelt, nur auf den Knopf drücken und dann kann ich nochmal 20 Minuten pennen. Das ist Rollo. So, habe ich mich jetzt die ganze Zeit noch mit meinem Arbeitskollegen unterhalten, mit dem Olaf. Olaf 2, glaube ich, heißt er. Wir haben noch einen Olaf. Wir haben so ziemlich von allen, die hier arbeiten, haben wir einen zweiten hier.
Ne, es gibt hier zwei Andis, zwei Olafs, zwei Detlefs, zwei Christians. Zwei, drei, vier und fünf. So. Genau, gibt hier so ziemlich von allem. Gibt es hier zwei. Ah, das ist schlecht, da ist ja noch Kaffee drin. Wo lasse ich denn den jetzt? Das ist natürlich blöd jetzt. Moment, den muss ich noch entsorgen. Zack. Und mit dem habe ich mich jetzt die ganze Zeit unterhalten. Wann war ich hier auf dem Hof? Um kurz vor 8, glaube ich, war ich hier auf dem Hof. Und habe dann Feierabend gemacht und dann kam der Olaf 2 auch. Und morgen früh, so 6.30 Uhr, irgendwie was, 6.30 Uhr, 7 Uhr, irgendwie so in dem Dreh, werden wir los. Letzte Runde fahren. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Achso, Wasser brauche ich auch noch. Da ist nicht mehr viel drin, ne? Morgen ist Freitag. Ich hoffe, mein Chef denkt morgen dran, dass ich Samstag nicht arbeiten kann. Ich meine, ich würde jetzt Samstag sowieso nicht arbeiten, weil ich habe letztes Wochenende gearbeitet. Samstag und Sonntag. Genau. Hat der Rollo nämlich gearbeitet. Verstehst du? Und ich habe jetzt Samstag, habe ich Wohnungsübergabe. Das darf natürlich nicht in Vergessenheit geraten. Ihr Lieben. Ach, Kaffeewasser ist auch nicht mehr viel. Ich muss einkaufen, aber wisst ihr, was das Schlimme immer daran ist? Diese ganzen Flaschen immer überall hier im Auto. Das ist so richtig nervig, ne? So, guck mal, jetzt muss ich auch schon mit dem Sprudelwasser weitermachen. Mehr hat er nicht. Ich muss erst einkaufen. Halb so schlimm. Zieht er sich trotzdem durch und bis morgen früh ist die Kohlensäure raus hier. So, den Rest kann ich morgen saufen. Würde ich sagen. So. Hallo. Du gehst mal zu. Du drehst dich zurück. Und dann passt die Flasche hier trotzdem nicht so wirklich rein. Ist auch gut, ne? Ja, ihr Hübschen, das war es auf jeden Fall gewesen von dieser Folge. Deswegen melde ich mich jetzt überhaupt nochmal zu Wort. So spät abends. Wir haben es jetzt 10:45 oder so. Neuer Auftrag, morgen letzte Runde. Olaf, seiner ist schon geladen. Der fährt morgen nur noch ausladen. Ich hingegen muss morgen laden fahren und nochmal ausladen fahren. Das ist so mein Plan für morgen. Aber das seht ihr ja dann in der nächsten Folge. Und dann hat mein Disponent mir gesagt, man höre, was dran ist, keine Ahnung, das werde ich auch erst selber nächste Woche erst sehen. Euch aber kurz hier runterbiegen. Das werde ich selber nächste Woche erst hören oder erfahren. Wo es hingeht, aber ich habe es irgendwie Leuten hören, dass ich nach Italien fahre. So klang das zumindest. Auf jeden Fall soll es nächste Woche weiter weggehen, hat er gesagt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wie geht das? Also antworte ich gleich drauf. Genau. Wir waren dann heute da in Kiel gewesen. Ich weiß gar nicht, welche Nationalität der junge Mann ist. Er ist auf jeden Fall kein gebürtiger Deutscher. Der ist irgendwie Syrien, irgendwie so da die Ecke. Kommt er her. Mit dem habe ich heute wieder abgeladen, so wie gestern auch. Mit dem habe ich mich gestern übrigens richtig geil unterhalten. Also tipptopp Junge, tipptopp Typ, Alter, richtig geil. Und der hat mich heute abgeladen. Morgen ist er vielleicht alleine, sein Kollege war so ein bisschen am Kränkeln heute bei der Arbeit. Vielleicht ist er morgen alleine, müssen wir mal schauen. Ich werde morgen mal gucken,
wie das läuft. Also wir wären so 6:30 Uhr. Ja, mal 21, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, eigentlich um 7 erst los, kurz vor 7. Da habe ich meine 11 Stunden drin. Weil ich habe heute deswegen keinen Zehner weggeschmissen, weil morgen ist Freitag. Morgen wollen ja bekanntlicherweise alle nochmal Hackengas geben und die Welt retten. Deswegen habe ich mir den Zehner für morgen aufgehoben. Deswegen hat es jetzt nur bis in die Firma gereicht. Und schauen wir mal, wie das so wird morgen, ihr Lieben. Aber das seht ihr dann in einer neuen Folge. Also, ihr Hübschen, bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, macht, wie ihr denkt, wie immer, ihr Lieben. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder, ihr Hübschen. Und bis dahin, bleibt gesund und munter. Und lasst euch nicht ärgern da draußen, nicht? Zieht euch warm an, ist kalt draußen. Dass ihr schön gesund bleibt, alle. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's hübsch! Reingehauen!